Schon die alten Ägypter haben Schlösser aus Holz gekannt. Und seither haben nicht nur die Römer nebst der menschlichen Bewachung auch auf Zutrittskontrollsysteme gesetzt. Vor genau 90 Jahren hat das Patent für den Wendeschlüssel eine neue Ära eingeläutet. Ein Patent von dieser Firma, die Beat Aschimann heute mit seinem Handy betritt. Es hat sich also doch noch viel verändert. Also das Grundprinzip ist schon noch gleich. Also es geht, schlussendlich geht es darum, wer wo zu welchem Zeitpunkt durch berechtigt werden soll. Was sich vielleicht jetzt verändert hat in den letzten Jahren, ist, dass wir einen höheren Automatisierungsgrad haben, einen höheren Digitalisierungsgrad. Also es geht vielleicht jetzt auch vermehrt mal um die Fragestellung, dass irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt durch irgendeine Tür durch will. Also viel dynamischer ist das geworden. Funktioniert das alles dann für einen Flughafen gleich wie für ein KMU oder ein Familienhaus? Grosse Unternehmen wie zum Beispiel eine Bank oder ein Flughafen oder ein Spital, die haben schon sehr spezifische Anforderungen und vielfach auch sehr umfangreiche Anforderungen. Und es ist ja die schiere Masse vielfach, die dann nachher dort den Einfluss nimmt, dass die schiere Masse an Türen oder an Personen, die verwaltet werden. Und das ist bei einem KMU ist das schon alles ein bisschen kleiner. Es braucht dort auch einfachere Lösungen, sind dort gefordert. Es gibt dann bei einem KMU gibt es vielleicht nicht jemanden, der tagtäglich sich um den Zutritt kümmert, wie vielleicht bei einem grossen Unternehmen, beim Flughafen gibt es Leute, die machen nichts anderes als das. Die haben dann in der Regel auch ein bisschen komplexere Systeme im Umgang, wo sie dann auch brauchen, tun, um ihre Anforderungen können, tagtäglich zu erfüllen. Und das gibt es im KMU eigentlich weniger. Und dann kommt es halt ein bisschen darauf an, sind Themen wie Alarmierungen, wenn die berücksichtigt werden, geht es stark um Safety auch. Also sind Flucht- und Rettungswege ein grosses Thema, hat man Personenflüsse, die man muss berücksichtigen. Solche Faktoren haben dann relativ schnell mal einen Einfluss auf die Wahl von einem System. Gibt es denn heute nicht die Möglichkeit, mit einem einzigen System alles abzudecken, sich zurückzulehnen und gemütlich einen Kaffee zu trinken? Die eierlegende Wollmilchsau, also das System für alles, von klein bis groß, von einfach bis komplex, das ist mir jetzt in den letzten 25 Jahren nicht über den Weg gelaufen. Also das habe ich noch nie gesehen, in dem Sinne. Weil halt eben auch die Anforderungen in diesen Positionierungen wirklich unterschiedlich sind. Und bei der Makaber haben wir das verschiedene Systeme. Also wir tun dort je nach Positionierung haben wir verschiedene Systeme, die wir können anbieten können in dem Moment, die dann nachher möglichst passend dann noch konfiguriert können werden. Und das ist bis jetzt eigentlich schon ein Erfolgsrezept gewesen, weil eben in einer einfacheren Anwendungsform brauche ich nicht ein hochkomplexes System, wo ich mich zuerst mal eindenke. Und umgekehrt würde ich dann noch in einem komplexen Umfeld, ist ein einfaches System dann nachher auch irgendwann schnell mal am Anschlag. Apropos einfaches System. Heisst einfach auch unsicherer? Ja, klare Antwort, nein. Nein, würde ich definitiv nicht sagen. Wir versuchen, die Lösungen und unsere Produkte für unsere Kunden einfach zu machen. Ein Kompromiss punkto Sicherheit ist für uns keine Option. Das ist unser DNA, das ist unsere Daseinsberechtigung, dass wir genau diesen Anspruch erfüllen. Darum klares Nein. Nichtsdestotrotz, es hängt natürlich nicht nur mit dem System zusammen, sondern es hat noch zwei weitere grosse Faktoren, die mit der Rolle spielen. Das sind grundsätzlich die bauliche Struktur von einem Objekt und andererseits sind es die organisatorischen Massnahmen, die eine Rolle spielen. Speziell für KMU bietet Dormakaba das System Matrix One an. Wir wollten wissen, worum es da eigentlich geht. Matrix One haben wir erst kürzlich eigentlich in Marktschweiz eingeführt. Das ist ein System, das es eigentlich schon länger gibt, wo gleichzeitig auch mit den Komponenten arbeiten, die wir mit allen anderen Systemen einsetzen. Also wir haben eigentlich ein Hardware-Portfolio, wenn es um die Laser und um die Komponenten, die man verbaut in aktiv im Objekt, wenn man darauf schaut, sind das die gleichen. Das ist ein grosser Vorteil. Wir haben die Matrix One eben können positionieren, durch das auch, weil es relativ einfach ist in der Handhabung von der Installation bis im Betrieb. Wir können es positionieren im indirekten Kanal bei unseren Fachpartner. Und das ist klassisches On-Premise-System. Also das heisst, es gibt es in dem Sinn nicht oder noch nicht in der Cloud. Dort ist vielleicht dann auch im Moment eine Grenze gesetzt. Wir kommen mit einer Cloud-Version. Wir werden das aus der Cloud so können anbieten in Kürze. Und dann denke ich, dann wird das nochmal eine gewisse Abdeckung erlauben in dem mittleren Segment, wo wir das positioniert haben. Welche Türen kann Matrix One für einen Anwender dann sonst noch so öffnen?
Am Schluss können wir durch das eigentlich die ganze Bandbreite an Konnektivität anbieten. Also sei das verkabelte Türen, sei das Wireless-Verbindungen, sei das Network- und Card-Kommunikation oder Card-Link-Konzept, wo die Berechtigung auf dem USIS oben ist. Oder einfach schlussendlich dann das neue, halt auch die Mobile-Access-Lösungen, wo man ein digitales Berechtigungsmedium auf ein Smartphone schicken tut und dann je nach dem Einsatzgebiet dann kann so halt auch jemand berechtigen, der dann ad hoc vielleicht mal irgendwo in den Raum rein muss. Und dann sind wir wieder im Prinzip am gleichen Ort, wo irgendjemand irgendwann durch irgendeine Tür durch muss. Das ganze Gespräch mit dem Beat Aschimann, auch zu weiteren Aspekten von einem ZK-System wie Nachhaltigkeit, IT-Security oder Migration, lesen Sie auf safety-security.ch.